einen Blitzstart. Möchtest du mit ausbilden? Dich mal wieder zeigen? Nicht jetzt. Geh mal da weg, wenn Züge vorbeifahren, das wird man gemeldet. Du weißt da halt hier nie genau, welche Rheinseite fahren sie. Ein Samstagabend, 20 Uhr, hast du da Güterzüge? Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon Samstag nicht den Kupferhahn gehabt, da fuhr nur einer oder zwei. Ohne Bauerei. Hast du dann noch kurz gefahren? Ich fahre jetzt mittlerweile nach 20 Uhr. Ah,
Ahnung. Die Welt ist klein. Ja, die Welt ist ein Dorf. So, schönen guten Abend hier, liebe Damen und Herren. Es war mal wieder hier ein Blitzstart. Aber an einem Samstagabend um 20 Uhr hier zu stehen und direkt zwei Güterzüge zu kriegen, sagt man dann auch nicht nein. Wir stehen wieder an der rechten Rheinstrecke zwischen Neuwied und Troisdorf, beziehungsweise Koblenz-Köln, zwischen Leutesdorf und Rheinbrohl. Und wenn euch das bekannt vorkommt, da kann ich euch helfen. Ein paar Meter, 100 Meter weiter waren wir vor ein paar Videos zuvor an der Halbschrankenanlage. Hier findet sich eine Vollschrankenanlage. Ist nur ein Zufahrt zu einem Campingplatz. Ansonsten ist hier nicht viel. Aber da hier einige wohl ziemlich ungeduldig sind, hat man sogar rundherum noch Zäune, Vollschranke, Radarei, folglich signalabhängig aus beiden Richtungen. Und da gucken wir uns hier jetzt mal ein bisschen was an, solange bis uns hier das Licht ausgeht. Also wieder noch einmal Grüße aus Leutesdorf. Alleine bin ich natürlich nicht unterwegs. Ich hatte heute beim Umzugskisten schleppen. Wir haben jetzt Anfang September. Wie ihr das seht, wohne ich schon ein halbes Jahr da. Habe ich natürlich wieder Unterstützung. Ich habe das Gefühl, ihr kennt ihn. Schlimm genug. Es ist mehr Zufall als geplant, aber naja, Zufälle gibt's. Aus unerfindlichen Gründen bin ich irgendwie wieder hier gelandet. Ja. Man weiß nicht wie. Ja, einer meiner treuesten Abonnenten. Und ja, man kann das Ganze, habe ich die Idee gehabt, ja mal vermarkten. Wenn ihr auch mal mit mir filmen gehen wollt und so bekloppt sein wollt, tut es. Wohnt aber nur in der Nähe. Aktueller Wohnort, wie ihr seht, ist natürlich dann Koblenz, ne? Aber gibt es nicht einen Spiech, der mit einem Spuck so hergestellt wurde? Spiech. Nur hier jetzt mal Licht. Ja, sieht schon gut aus. Wenn man da ein filmerisch großes Bild, große Hilfe. Ja, schon froh, wenn wir nichts aus dem Auto klaut, immer sind die Fenster offen. Das wäre geil, ne? Ich würde euch gerne das weiße Licht dahinter der Schranke ersparen, aber da lässt jemand den Motor an. Das ist jetzt das Licht, was ich meine.
I. Ja, das obere heißt ab hier und das untere halt bis hier. Glaube ich extra einen Posten. Hier? Mhm. Hier die ganze Reihe von diesen drei Kette hier. Würde man doch in dem Gebäude sehen. Wenn man der uralte Selbstflug war, war schon hier teilweise alter. Das haben sie hier mit dem großen ESTW, haben sie das hier alles, da war jeder Bahnhof besetzt. Selbst Bad Honnef war noch nur einstündiger Bahnhof. Das ist jetzt noch Frankfurt hier? Oder? Das BZ Frankfurt, ja. Und wer heißt dann hier nochmal? Oberlahnstein. Ja. Und dann gibt es an einer Oberlahnstein Süd, da wo ich jetzt Studias fährt im Moment. Da so. Sind unterwegs noch zwei Bahnhöfe besetzt. Das heißt, der hat auch ein Verbundesheim und Ostrück. Dazwischen ist wieder ein Bahnhof in Ostrück. Also das ist dann wie so eine Dreierinsel. Ein Stück fährt er und sagt, okay, da ist er wieder ein Bahnhof. Also vom Güterzug sieht man auch nicht mehr so oft. Ich war gerade am Schwafeln, ich weiß nicht, ob man es gehört hatte. Ich meine, bevor das hier modernisiert wurde zum ESTW, vor circa 5 Jahren, war das hier, meine ich, sogar noch mit ein paar anderen
Bahnübergang zusammen Werther bedient. Jetzt ist es alles ein ESTW aus der Frankfurter BZ. So, wenn jetzt noch was kommt, dann kommt noch was, dann reicht das Licht noch. Ansonsten Feierabend. So, liebe Leute, das Licht geht so langsam aber sicher aus. Ich habe noch gar nichts zum Zugangebot gesagt, ne? Ja, gibt einen Satz heiße Ohren. RE8, RB27, Regio NRW mit Coradia Continental bzw. 425ern. Mönchengladbach-Koblenz. Da fahren auch beide Takte immer noch abends. Güterverkehr. Und ich glaube im Moment auch ein paar Fernverkehrsumleiter. Weiß ich aber nicht genau welche, weil in Bonn wird man ja auch nicht fertig mit dem Bauen, linksrheinisch. Und ansonsten, ja, Samstagabend hat man dann auch hier mal eine längere Pause wie jetzt. Also vielleicht haben wir jetzt noch mal Glück. Ansonsten endet es an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ja, weil wir mal diesen, ich sag mal, indirekten Druck haben. Ah, ein Zug. Einen indirekten Druck haben, uns treffen zu müssen. Guck mal, ein Bibel. Beim eigenen Video. Das ist natürlich dann wieder sehr glorreich. Also, gute Nacht, bis morgen Mittag, beziehungsweise bis morgen Vormittag. Schlaf schön. Und tschüss. Zeig mir, von wo er kommt.